Fast zur selben Zeit, im Jahre 1959, entstand neben der V180 bei LKM in Babelsberg eine Diesellok für den leichten Strecken- und Rangierdienst. Die V60. Ab 1970 als Baureihen 104, 105 und 106 bezeichnet. 1961 ging die neue Stangendiesellok in Serie und löste in den Folgejahren viele Dampfloks ab. Ab 1964 übernahm der VEB-Lokomotivbau Hans Beimler in Hennigsdorf die Serienfertigung der 650 PS starken Maschine. Bis 1983 wurden es weit über 1000 Exemplare. In einem alten Industriefilm wird die neue Rangierlok als DDR-Errungenschaft fast schon pathetisch in Szene gesetzt. Nach kurzer Zeit konnte in Leipzig der internationalen Fachwelt eine vielbeachtete Neukonstruktion vorgestellt werden. Die 650 PS Diesellok V60. Sie ist für den Einsatz als Rangier- und leichte Streckenlokomotive vorgesehen. In der praktischen Erprobung bei der Deutschen Reichsbahn hat es sich erwiesen, dass eine V60 aus Babelsberg durch ihre schnelle Einsatzbereitschaft, ihre Wirtschaftlichkeit und durch ihre hohe tägliche Laufleistung nahezu zwei Dampflokomotiven ersetzen kann. Diese Mehrzwecklokomotive bewährt sich ausgezeichnet, sowohl im Rangierdienst als auch im leichten Nebenbahndienst. Im Rangiergang können 30 Kilometer, im Streckengang 60 Kilometer pro Stunde gefahren werden. Die Druckluftbremse bietet größte Sicherheit. Sie wirkt auf alle vier Achsen. Eine Sicherheitsfahrschaltung mit zeitabhängiger Wachsamkeitskontrolle gestattet es, die Lok im Streckendienst von nur einem Mann zu fahren. Alle Anzeigeinstrumente sind übersichtlich angeordnet. Sie lassen sich von beiden Führerständen aus gut überblicken. Die Fahrsteuerung erfolgt mechanisch vom Handrad aus. Das Stufengetriebe wird auch mechanisch geschaltet. Das Wendegetriebe dagegen ist elektropneumatisch gesteuert. Die Lok ist über eine UKW-Funkanlage jederzeit mit dem Stellwerk und der Aufsicht verbunden. Sie ist von den Schwerpunkten des heutigen Güterverkehrs nicht mehr wegzudenken. Den besten Beweis dafür liefert Rostock. Hier im neuen Überseehafen, der für den Import und Export im internationalen Seegüterverkehr immer mehr an Bedeutung gewinnt, wächst der Güterumschlag von Monat zu Monat. Tag und Nacht sind mehr als 50 Krane im Einsatz, um die ankommenden Schiffs- und Eisenbahnladungen zu löschen. Es gibt keine Ruhe, keine Atempause für die Rangierlokomotiven, die zwischen Pier und den Ein- und Ausfahrgruppen hin und her pendeln. Der Rangierleiter hat über UKW-Funk mit seinen Diesellokomotiven ständig Verbindung und wie überall bei der Deutschen Reichsbahn, so haben auch hier im Überseehafen Rostock die Dieselloks V60 ihre Bewährungsprobe bestanden und gezeigt, dass sie auch schwersten Belastungen voll gewachsen sind. Ob im Rangierdienst, auf der Strecke oder auf großen Umschlagplätzen wie hier im Hafen, überall lösen sie die alten Dampflokomotiven ab und bringen ein Betriebsergebnis, das allen Erwartungen entspricht. Der Weg in die Deutsche Bahn AG brachte nicht nur die neue Baureihenbezeichnungen 344, 345, 346 und 347, sondern auch den langsamen Abschied. Zwar standen Ende 2004 noch einige im aktiven Dienst, doch auch für sie wird bald der Schneidbrenner zum letzten Gefährten. Noch werden in Dresden-Friedrichstadt Güterwagen rangiert, einige sogar noch von der Baureihe 346, jetzt in DB Rot mit Cargo-Beschriftung. Doch auch hier werden die letzten V60 bald ausgestorben sein.